Und ich muss mich jetzt um meine Vasallen kümmern. Also er ist nicht zufrieden mit mir. Er ist nicht zufrieden mit mir. Er ist nicht zufrieden mit mir. Und er ist absolut nicht zufrieden mit mir. Wir schicken den allen erstmal Geld. Das Wichtigste. Alter, haben wir einen dummen Priester? Oh mein Gott. Ist das schlecht. Das ist richtig schlecht. Oh Gott. Oh fuck. Oh no. Fuck, Alter. Die Kirche wieder. So, Heiliges Römische Reich lassen wir erstmal in Ruhe. Wir holen uns jetzt das hier. Ja. Okay. So, ich guck mal ganz kurz nach den Vasallen jetzt. Besser? Besser. So, das ist in Ordnung. Der Vasall sitzt hier. Das heißt, wir können das hier machen. Wir holen uns das Geld von der Kirche zurück. Und jetzt sorgen wir uns für Bündnisse. Na, wir müssen jetzt natürlich einiges nachholen. Wir gucken jetzt ganz kurz. Wir haben keine laufenden Bündnisse, aber wir haben insane viele Truppen. Nichtsdestotrotz ist es immer schlau, ein Bündnis zu haben mit Leuten, mit denen du dich strategisch verbündest. Und ich gucke jetzt einfach mal, was hier möglich ist. Also. Nachbarn können zu Vasallen gemacht werden. Perfekt. Wir holen uns einfach die Vasallen hier. Dann brauche ich die gar nicht bekriegen. Geld kommt an. Ist Vasall. Perfekt. So, wir holen uns jetzt Teile von Großbritannien. Hier. Ja, ich habe sehr viel Gold, ich werde das aber gleich ausgeben. Macht euch keine Sorgen. Niedrige Feudal. Ich kann das Kaiserreich noch nicht machen. Ich muss erstmal Land gewinnen. Das mache ich gerade. Ich hole mir gerade die Vasallen hier rein. Die sozusagen, der wird wahrscheinlich auch konvertieren. Genau. Normal, sehr gut. Die können wir später erhöhen. Das ist jetzt erstmal egal. Gut, dann ist das Heilige Römische Reich hier oben ein Geschwür, dass wir erstmal abwarten, bis es zerfällt. Ja, also, wer hält denn das hier? Wait a minute. Es ist gefallen! Oder nee, doch noch nicht. Oder? Nee, das läuft noch. Das Heilige Römische Reich ist immer noch da. Es wird hoffentlich bald zerfallen. Ist noch nicht so weit. Wir müssen also noch abwarten. Was wir uns jetzt, worauf wir uns konzentrieren, ist die Eroberung Mercias und Britanniens. Unser Ziel ist es, das Kaiserreich von Britannien zu schaffen. Und dafür müssen wir noch 33 Grafschaften erobern. So. 33 Grafschaften. Und das ist natürlich eine enorme Arbeit. Fraktionen gegen uns geschaffen. Das ist natürlich jetzt wichtig, dass wir die Fraktion im Auge behalten. Das sind die Vasallen hier.
Schwach zu schwach. Hier unten ist eine interessante Fraktion. Das sind hier die hier. Aber die muss ich halt jetzt bekehren, ne? Der habe ich schon eins geschickt, oder? Ja. Ich kann halt viel über Geld machen, ne? Ich habe sehr viel über Geld machen und deswegen nehme ich jetzt, konzentriere ich mich ganz kurz darauf. What the fuck is happening, Alter? Eine Schar von Leuten stürmt in den Thronsaal, sucht eifrig den Boden ab, dabei ist Stühlen. Achso, das ist das mit dem Schädel, oder? So, Artefakte sind erstmal ganz gut. Ich habe hier noch. Ich glaube, ich kann hier nichts austauschen. Ja. Ja. Okay. Insignien habe ich keine. Schmuckstücke sind wacko. Hast du Tipps für Anfänger? Oh, warte. Das kann ich an. Ja, mache ich. Dann ist er mir nämlich zugewandter. Also was ich jetzt mache, ich schiebe Vasallen in Herzogtümer rein. Das bedeutet, ich gucke, wo Vasallen welcher Region zugeordnet werden können. Und drücke die da rein. Was für mich halt bedeutet, ich muss mich nicht um den Vasallen kümmern, sondern ich kümmere mich nur um das Herzogtum. So. Das wird jetzt auch dazu führen, dass die Fraktionen auflösen. Siehst du hier? Da lösen sich dann Fraktionen auf, die einfach nicht mehr für euch, nicht mehr für uns relevant sind. Der Grund, warum ich auf Bündnisse warte, ist, weil ich erstmal ganz kurz hier im eigenen Morast kehren will. Weil Bündnisse brauche ich nicht. Ich habe eine 17.000 Truppen große Party hier gerade. Und brauche aber unbedingt mehr Ritter. Mein Sohn wird kein Ritter sein. Mein Spielerbe wird kein Ritter sein. So, Kriegsorden. Nicht im Krieg mit jemandem. Okay, alles klar. Kriegsorden gründen. Ich könnte einen eigenen Kriegsorden gründen, aber ich könnte ihn auch übernehmen. Mein Höfling hat ein Kind zur Welt gebracht. Es ist irrelevant, unspektakulär. Gut, 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 gut. So. Bündnisse aushandeln. Und zwar mit meinem Sohn ein Bündnis aushandeln. Der hält das da drüben. Machen wir. Und mit meinem Neffen ein Bündnis aushandeln. Das machen wir. Gott, ist die insane. Intrige. Bildung. Amazone und Genie. Die ist 10. Die Frau, das wird mir, das ist...
Da ist wichtig, dass ich matrilinear verheirate, ne? Die muss ich unbedingt in der eigenen Familie lassen. So, ich kann hier ein Herzogtum gründen. Das macht aber noch keinen Sinn. Ich guck mal weiter nach Fraktionen. Genau, das sind die Bündnisse. So, ihr seht, wir hatten gerade ganz viele Fraktionen, die irgendwie was wollten. Und jetzt haben wir es runterkomprimiert auf zwei. Wir haben eine, die unzufrieden sind über... Hier oben, was haben wir? Unabhängig sein. Ja, es wird nicht passieren. Die werden auch gerade alle ein bisschen bearbeitet. Das ist in Ordnung. Und die hier... will niedrige Lehnsautorität. Ist auch mein Sohn. Warte mal, wen beeinflusse ich denn gerade? Ist der noch in der Fraktion? Nee. Okay. Gut. Ich will ganz kurz eine Übersicht haben. Das sieht aber ganz gut aus. Und jetzt bauen wir mal weiter hier. Hä? Oh mein Gott, ich bin katholisch. Warte, das geht doch anders. Ich muss den Glauben annehmen. Fuck, man kann den Glauben annehmen. Wie mache ich das? Ich kann das nicht für mich machen. Warte mal ganz kurz. Sind die alle katholisch? Nee, die sind alle inselchristlich. Warum bin ich katholisch? Jetzt bin ich es wieder. Alles klar. Okay, das gilt für einen selbst. Wichtig und richtig. Jetzt funktioniert auch die Großkathedrale wieder. Habe ich gerade nicht vercheckt anscheinend. Okay. Und wir sehen den dummen Bischof los. Pock. Worth. Das brauchen wir noch. Okay. Eine Fraktion hat sich aufgelöst.
Sehr gut, wir haben jetzt hier nur noch die hier. Und die sehen eigentlich auch ganz gut aus. Hatten wir schon. Also das wird besser. So, dann muss ich ganz kurz mal bei meinem Erben gucken. Der ist inselchristlich. Ich weiß nicht, warum. Muss ich irgendwas verpasst haben im alten Gameplay. Oh, meine Frau ist schwanger. Oh mein Gott, die ist eine Amazona. Krass. Alter. Sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt kriegen wir auch wieder mehr Geld. Wir haben jetzt... Alter. Hä? Guckt mal nach der Entwicklung, Chat. Die Entwicklung hier ist 43. Die Entwicklung in Rom ist 38. Die Entwicklung in Konstantinopel ist 42. Wir bauen hier mal eine Ringburg. Die wurde verliehen. Wir bauen hier mal einen Hafen. Der wird in 22 Monaten gebaut, lol. So, an dem hochgehenden Herzen würde ich den Gegensatz. Okay, ich schick sie weg. Dann ist sie weg. Und ich habe noch 84 Gold bekommen. So, damit haben wir, würde ich sagen, eine relativ stabile Grundlage. Wir sind 39 Jahre alt, das ist sehr, sehr gut. Und wir gucken mal nach. Nach der Möglichkeit, dass ich hier einen Titel kaufe. Kann ich. Warte mal. Ach, ich kann den Titel nicht kaufen. Ich muss dafür. Ich kann natürlich jetzt keine Titel mehr kaufen. Da muss ich nochmal kurz gucken. Da muss ich einen Perk erwirtschaften. Hier. Okay. Das heißt, ich muss mich jetzt durch die einzelnen Grafschaften fressen. Weil ich kann nichts tun, außer... Außer... die Priorisierung ändern. Muss ich später machen. Habe ich jetzt verpasst. Gut, dann machen wir es folgendermaßen. Wir, warte mal, habe ich schon Ansprüche? Der Anspruch habe ich. Hat jemand Interesse an frische Eier? Bald 20. Das sind alles, das sind byzantische Siedlungen. König von Schottland bin ich, glaube ich, hier oben. Also hier könnte ich jetzt einen Krieg erklären und sagen, das Herzogtum kann ich erobern, weil ich bin König von Schottland. Ja. Das Heilige Römische Reich hat anscheinend noch eine Menge Truppen. Was mir am meisten Sorgen macht, ist, dass Byzantien und das Heilige Römische Reich, dass die verbündet sind. Das ist schlecht. Ich habe hier unten anscheinend keinen Anspruch. Aber das ist nicht so wild. Denn wir kümmern uns erstmal um das hier oben. Wir gehen jetzt also ganz klassisch rein, schnappen uns das, fingieren einen Anspruch und holen uns den dann.
so lange warten. Wir müssen dann so lange warten, bis wir die Bildung haben. Das ist halt leider so. Aber wir können halt in der Zeit aufpassen, dass wir nicht die Kontrolle über unsere Ländereien verlieren. Den würde ich dann ein Gelübde auffordern lassen, wenn er 10 Jahre alt ist. Oh, warte mal. Das breche ich mal ab. Ach, scheiße. Ich hätte das nicht bauen sollen. Das ist ja bei meinem Vasall. Ich kann leider keine Ansprüche kaufen, weil der Bildungstree, den ich dafür brauche, der hier ist. Gelehrter. Hier kauft man Ansprüche. Ich habe leider Theologe. Das kann ich nicht beeinflussen. Ich könnte Vorzüge zurücksetzen. Ich mach mal eine Jagd. Ich wähle weder das eine noch das andere. So. Okay. Hier, Britannien zurückerobern. Das Problem ist, ich bin gerade noch in der Jagd. Mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was machen kann. Ich gebe dem Papst das Zeug, weil der Papst gibt mir deutlich mehr Geld als 300. Nice. Okay. Dann ein exotisches Festmahl halten. Bin ich denn irgendwie maßvoll? Ja, müssen wir aufpassen, ne? Das kann auch nach hinten losgehen. Gucken wir mal. Wir werden nicht mehr von Anspannung übermannt. Sehr gut. Und wir können jetzt dieses Fingieren abbrechen, glaube ich. Und können einfach diese Ansprüche kaufen. Absolut Bananas. So, ich gucke mal ganz kurz, welchen ich haben will.
Ich glaube, das macht hier oben schon Sinn. Kleinkönig von Wales, der hat ein bisschen Verbündete. So. Ich warte mal ganz kurz, was das Festmahl sagt, weil das bringt ja jetzt auch Optionen. Optionen. Uff. Seht ihr, das ist das Problem. Genau, mehr Anspannung verlieren. Okay, wir holen uns den Anspruch. Von. Warte mal, hat er nur noch den hier? Das ist doch nun. Nee, das sind zwei, oder? Warte mal, bin ich bescheuert? Ich brauche den Anspruch gar nicht kaufen. Das ist nur noch eine Provinz, oder nicht? Ja. Der Kleinkönig hält. Ah nee, der hält das hier unten auch. Okay, dann kaufe ich natürlich den Anspruch. Und werde ihn hart vernichten, Digga. Schwierig für ihn jetzt. Schwierig. Krieg erklären, Ansprüche, Kleinkönigreich. Das gesamte Ding hier. Das heißt, ich kann Wales dann auch den Krieg erklären. Und Mercia. Müssen wir mal schauen. Fraktion gegen euch geschaffen. Meine Tochter. Wundervoll. So. Sehr gut. Die Anspannung ist sehr gut weggegangen. Hat sich gelohnt. Ich würde sagen, hat sich gelohnt. Und wir... Oh, mit Schweden wieder? Mit Polen? Venedig. Venedig ist zu weit weg. Aber Schweden... mit Polen ist interessant. Gerade wenn es um das Heilige Römische Reich geht. Polen ist ja direkt hier drüben. Und wir formieren uns ja gegen das Heilige Römische Reich. Das heißt, mit Polen wäre ein sehr guter Bündnis. Aber sie ist halt... Boah. Tochter von euch, die ist halt insane. Frankreich nicht besser? Ja, das Problem ist, Frankreich bietet halt keine Bündnisse an. Schweden ist halt so, meh. Schweden zieht mich halt in diese Konflikte hier drüben rein, ne? Schweden, Norwegen, da habe ich kein Interesse dran. Polen hat vielleicht Böhmen oder das Heilige Römische Reich. Alter, ich habe so kranke Töchter.
Also die Entscheidung, die ich jetzt habe, ist, die hat eine relativ gute Perks. Also die ist ein Genie und ist robust. Aber meine beste Tochter ist halt ein... Die ist halt eine Amazone und ein Genie. Das heißt, die will ich matrilinear verheiraten, also in den Stamm der Frau. Die, um die es hier geht, die ist das aber nicht. Die ist zwar krass, aber ich glaube, die kann ich abgeben. Ja, das ist schon wieder schwierig. Alter, ich könnte mich mit Schweden verbünden und trotzdem die Kinder hier behalten. Aber Schweden ist... Was hat denn der für Ansprüche? Oh mein Gott. Wir könnten das Königreich von Schweden in unsere Anspruchliste reinnehmen. Ist ihm klar, was das bedeutet? Der weiß... Hä? Der hat da... Was? Warum? Nicht das Haupterbe? Naja, er ist schon nicht ein Haupterbe, aber es geht halt um die Ansprüche, ne? Sein Haupterbe ist er. Aber er hat trotzdem Anspruch auf den Thron.